Hallo Leute, willkommen zurück zu Life in the Woods. Ein frischer neuer Tag hat begonnen. Wir haben eine Menge, na gut, eine Menge ist es nicht, aber einiges an Beef Wellington und ich habe das Reisebett, den Rucksack und mein Buch dabei. Den Rucksack packe ich mal dahin. Nein, geh weg. Ui, ui, das darf ich nie machen. Ich muss mich doch immer umsehen, wenn ich hier rausgehe. Du Mistvieh, ich lasse es jetzt. Obwohl die rote Augen hat, greift nicht an. So, und zwar, wir müssen mal gucken. Baum der Weisen. Schneebio Mini. Weideland. Matschklumpen. Blauschiefergebirge. Das, oder wie das hieß, Stein. Alter. Delete Marker, und zwar der hier. Tschüss. Das Matschklumpen-Ding bleibt. Weideland, das würde ich auch mal, das war nämlich da, wo wir ganz viel gefunden haben. Da ist bestimmt auch gut, wenn ich nochmal so ein paar Gärten suche. Schneebio Mini, ich lasse es erstmal da. So, und hier hatten wir einen Minenschacht. Kann man da eigentlich irgendwie einen Wegpunkt hinsetzen? Hä, wie darf ich das denn verstehen? Ach so, das ist Zentrierung. Okay. Habe ich jetzt mit Follow Player nicht so ganz damit assoziiert, aber egal. Boah, nicht kaputt machen. Ich muss direkt mal überhaupt gucken, komme ich damit jetzt überhaupt gut hin? Oh nee, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht raus da hinten. Wir gucken mal. Ich glaube, das ist. Wo ist der denn? Nein, nicht da rein. Auf jeden Fall brauche ich noch Holz. Und ja, Holz. Ich sollte mir mehr Boote mitnehmen. Und... oh, der war... Alter. Ah, ich habe ihn schon zertrümmert gesehen, das Boot. Hier machen wir so eine Kurve, Junge. Ja, okay, alles klar. Du bist so dumm, dass das da nicht bremst, weißt du? Das wurmt mich nicht. Denkt sich das Boot, wegen dem Wurmkraut. Oh, ein schöner Fluss. Und wo fließt der hin? Der fließt neben einem großen See her. Nein, das ist... oh, wir sind ganz nah hier an dieser coolen Stelle. Oh, fett. Warte mal, genau hier war das. Da bin ich mit Corti mal rumgeirrt, als wir am Anfang ein cooles Fleckchen zum Bauen gesucht haben. Oh, das ist so fett gemacht. Guckt mal, wie das hier ist. Das fließt hier oben raus. Also hier ist praktisch die Quelle. Dann fließt das hier. Oh, na gut, hier auch schon raus. Einmal da rein. Und dann fließt das aber auch nochmal hier unten drunter durch. Richtig geil. Und hier war auch irgendwo ein Eingang zu einer Mine. Buschbaum. Das war doch hier. Oh, ich kann mich noch gut dran erinnern. Hier unten haben wir das erste Eisen abgebaut. Ja. Und da geht's wirklich in eine Mine. Das ist cool. Warte, hier mache ich mal einen Punkt. Also auf der Karte zeichne ich mir das mal ein. Und nenne diese Stelle hier Flussbrücke. Oder Wasserbrücke? Flussbrücke. Ihr stimmt ab. Jetzt. So, was ist denn das für ein Symbol eigentlich? Also das ist schon irgendwas Cooles, ne? Aber ich nehme den hier. Das finde ich irgendwie passt nicht. Oder sowas. Und ich mach mal so. Weil ihr abstimmt jetzt. Flussbrücke oder Wasserbrücke. Wird dann geändert. Kann man eigentlich Marker überhaupt irgendwie ändern? Egal, lösche ich den und setze den neu. Wir wissen aber, wo es ist. Und jetzt, von wo kam ich?
Wo habe ich mich verlaufen? Ah ne, von hier bin ich gekommen, genau. So, und wir müssen, da war eigentlich die Richtung schon richtig. Ist gar nicht mehr so weit bis darunter. Das ist doch noch ein Dorf. Oh, da muss ich unbedingt nachsehen, was die handeln. Damit ich beim nächsten Mal ein bisschen was mitnehmen kann. Ist krass, wie der Korti und ich am Anfang gelaufen sind. Aua. Tat nicht weh. Ja, die kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Auf jeden Fall halte ich auch noch Ausschau nach diesen Gräsern, Gärten meine ich besser gesagt, also da, wo man dann wieder Samen herbekommt. Man kann sich leider nicht drehen, wenn man in dem Buch ist, aber hier schaue ich schon in die richtige Richtung. Mal sehen, ob wir es vor Einbruch der Dunkelheit noch bis ins Dorf schaffen. Ne, das war jetzt nichts. Was ist das? Parasolpilz, okay. Da haben wir doch. Kürbisgarten. Also der Pilz sah auch so aus, als ob der krasse Hallus hervorruft. Was ist das? Krass, die hatte ich auch noch nicht. Pör. Bärengarten. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Boah, das ist echt doch noch ein Stück. Und jetzt kann er nicht mehr sprinten. Das Wellington kommt zum Einsatz. Das waren auch noch welche, oder? Blattgarten. Ich glaube, ich habe eigentlich soweit alles. Oh, das hier? Artischocke. Habe ich die schon? Ich sollte jetzt aber auch nicht an jeder Stelle hängen bleiben hier. Da werde ich eh. Ich kenne mich doch. Sobald ich sowas sehe, kann ich nicht vorbeirennen. Dim, dim. Oh, wisst ihr was? Wir bauen ja jetzt nicht. Da können wir doch eigentlich mal hier den Shader wieder aktivieren. Welchen hatte ich? Ich hatte, glaube ich, immer den Medium. Ah ja, den es gibt halt. Gibt noch ein paar mehr, aber die habe ich nicht drin. Also noch krasser. Irgendwie High gab es noch, aber wozu? Sieht auch so schon gut aus. Aber merkt ihr, das ist jetzt halt schon wieder. Aubergine, Bohnen. Das ist jetzt halt schon wieder etwas dunkler durch den Shader. Oh nein, nicht so eine Schlucht. Da wäre aber schon ein Dorf und ich brauche eine Uhr. Ja, die Sonne, ich glaube schon, dass die jetzt da untergeht. War das dieses Dorf am Hang? Hey, hier ist gar kein Dorf. Hör auf mich zu verarschen, Alter. Das ist doch nicht das Dorf. War ich hier schon mal? Muss ich ja, aber ich. Da bin ich nie drin gewesen. Ich glaube, ich habe das nur markiert, ne? Ich komme! Alter. Das war aber da unten drunter ist auch noch eine Höhle hier. Das Wasser sieht cool aus. Ich glaube, da oben sind wir schon gewesen. Hallo? Ich bin der Tramper. Ich bin John Supertramp. Ja, schnell ins Haus. Oh, da kommt nicht rein, oder was? Oh, muss ich euch hier auch wieder helfen? Wieso macht ihr denn immer die Türe zu? Irgendwo ist doch noch einer hier, das nicht findet. Los, schnell in Sicherheit. Hat auch einer gefragt, wieso ich nicht bei dem
letzten Dorf, wo ich gewesen bin, geklaut habe. Aber das mache ich nicht. So, er meinte, da hat er eh nicht geguckt, gerade in dem Moment. Ich glaube aber, so ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh. Das ist nur so wenig hier, oder? Warte mal, können wir jetzt schon schlafen gehen? Na gut, da ist die Kirche. Da ist immer in der Kirche der Priester. Kommt da wahrscheinlich auch nicht raus. So, wir räumen mal hier auf, lieber. Statt jetzt noch ein Häuschen zu suchen. Ich klaue eh nichts bei denen. Na, was gibt's bei dir? Zwiebeln? Smaragd? Birnensetzling? Oh! Was war das denn? Oh, Birnensetzling ist natürlich nice. Soll ich mal Licht machen hier? Wollte schon sagen, wieso kann ich nicht schlafen? Aber wenn es dann noch so Apfelbäumchen gibt und so, dann kann man noch so einen schönen Obstgarten machen. Ich meine, ich habe ja schon Obst, aber ihr wisst, was ich meine halt mit den Bäumen. Aber wir reisen mal weiter und zwar, ich glaube, jetzt in diese Richtung. Boah, muss ich da hoch? Lass mal gucken, ob ich da irgendwo... ich habe da doch dieses Drecksdirt mit am Start, oder? Nö, normale sogar. Damit er mal ein bisschen rauskommt. Halt. Okay, 8 Gold, Smaragd, geht. Hui. Ah, der Creeper, der chillt da sein Leben, Alter. Auf diesem einen Block. Alter, yo. Das Dorf ist krass. Auch das Ding, guck mal, sinnlos. Da oben sind halt die kleinen Hütten, da ist noch das große Häuschen. Ja, aber ich habe keinen Bock bei den ganzen Dörfern, die sind echt so dumm gebaut. Das ist irgendwie so ein Ding, das verstehe ich bei Minecraft nicht, wieso die immer so scheiße generiert werden. Warte, wir machen uns doch gleich eine Treppe, oder? Ist ja nicht das erste Mal. Am besten wäre es später sowieso, wenn ich da eine... irgendwie eine Bahn hin hätte. So, die ganzen Dörfer verbindet am besten. Das wäre krass. Ein Megaprojekt. Oh, ein tropischer Garten. Ananas Curry Leaf. Okay, nichts Besonderes dabei. Ach ja, das war das... Dorf in der Nähe des Schneegebiets. Jetzt habe ich irgendwas Komisches gehört. Ich gehe mal weg. European Burr. Read. Das habe ich bestimmt noch nicht. An European kann ich mich nicht erinnern. Aber der Weg ist eigentlich ganz okay bis hierher. Wichtig ist mir eben, dass ich da diesen Dschungelpart bei mir direkt bei meinem Haus rechts raus vermeide. Und hier kann ich über das Wasser laufen, weil zugefroren und so, ne? Ah, oh, ist das schön hier. Aber in der Höhle mache ich den Shader definitiv aus. Ach ja, das ist dieser Megabaum. Warte mal, wie habe ich den denn genannt? Baum der Weisen. Village, Village. Minenschacht. Das ist ja kein von mir gesetzter Marker. Kann ich nicht löschen. Und hier haben wir auch Kühe. Da, das schöne Dorf. Das ist aber auch, das ist zwar, sieht zwar von hier schön so am Hang, in den Hang reingebaut aus, aber ist total kacke. Die können da genauso wenig laufen wie die anderen da drüben. Boah, in dem Baum wohnen, ne? Oben auf der Krone. Baumhaus-Style. Ja, die Zeitlupe finde ich immer wieder faszinierend, wenn du das Beef ansetzt. In der Facecam würde ich es jetzt nachmachen.
So, jetzt ist die Frage, wo ist hier dieser Eingang gewesen zu dieser Mine? Sind das solche Gräser? Krass. Die Eisdecke bricht ein, dann landest du hier ganz unten. Gewürzbaum. Ach so. Okay. Es muss doch hier dann gewesen sein, oder? Yes, yes, yes. Aber da hinten sah das irgendwie besser aus. Auf jeden Fall, ja, hier habe ich sie auch gesehen. Ich bin ja von da gekommen bei der großen Rundfahrt. Beim letzten Mal. Und hier können wir uns direkt. Ey, wieso läuft denn da kein Wasser jetzt? Auf geht's. Oh, cool, das passt sogar hier. Schwarzes Graniterz. Wieso nehme ich Salz eigentlich mit? Deswegen. Weil ich wusste, dass da noch was drunter ist. Nee, Moment, warte mal. Ich glaube, da war doch Wasser hier, ne? Ah, nee, Schnee. Boah, hoffentlich finden wir hier ganz viel, ey. Okay, das mache ich mal weg. Nein, oh nee. Damit ich hier besser durchlaufen kann, jedes Mal, Junge. So, und was da uns alles erwartet, sehen wir im nächsten Part, wenn ihr wollt. Schon morgen. Ich danke euch fürs Einschalten und bitte gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Haut drin, bis dahin. Tschüss.